Leichenfund im Stroh? Nein, dieser junge Mann ist quicklebendig. Hendrik Müller aus Sterbfritz mag es nun mal einfach, sich zu verkleiden. Ein Kostüm mag er besonders. So gern, dass er es schon das zweite Jahr in Folge trägt. Er ist der Strohbär von Modkas im Main-Kinzig-Kreis. Für den besonderen Titel nimmt er echte körperliche Strapazen in Kauf. Eingewickelt in insgesamt 30 Kilogramm Stroh zieht er einmal durch das gesamte Dorf. Ich bin eigentlich eine lebendige Puppe quasi. Ich habe ja diesen Anzug nochmal drunter, da geht es ja dadurch nochmal ein bisschen, aber es ist schon, es drückt und zwickt überall. Der Strohbär vertreibt laut Legende seit mehr als 100 Jahren in Modkas den Winter. Während er früher noch selbst von Tür zu Tür ging, liegt er heute, aus praktischen Gründen, auf einem Wagen. Und wird von einer Schar von Hexen begleitet und gezähmt. Ein Hobby, das man wirklich wollen muss. So was geht einem da durch den Kopf, wenn man sich entscheidet, Strohbär zu werden? Ja, nicht viel. Ja, das Wichtigste mit ist, glaube ich, die Geschichte, man kann ja nicht aufs Klo gehen in dem Ding. So, das muss man sich halt nur mal vor Augen halten. Und wenn, ist es sehr schwierig. Aber sonst, ja, geht's eigentlich. Und verbrennen, stimmt. Dass man, wenn wirklich mit einer Kippe ist, ist es leicht entzündlich, das Zeug. Auf ihrem Weg durch den Ort sammeln Strohbär und Hexen Spenden. Ein Großteil der Bürger feiert die alte Tradition mit großem Eifer mit. So gibt es für den Strohbären und sein Gefolge Eier, Brot und Wurst, den einen oder anderen Schnaps und viele Geldspenden. Aber wer jetzt glaubt, dass sie das alles allein vernichten, liegt falsch. Die Tradition will auch, dass der Strohbär am Ende des Tages einlädt und alle mitessen und feiern. Eine besonders wichtige Station auf den rund 6 Kilometern Weg ist die Grundschule im Ort. Schon am frühen Morgen warten hier die Kinder aufgeregt auf den gruseligen Besuch. Er unterbricht nicht nur den Unterricht, sondern nimmt sie auch mit auf seinen Streifzug durch Modkas. Also wenn man sich selber noch zurückerinnert, quasi, die sagen, die hier in der Schule waren, fanden früher immer auch, wie man als Kind war, das die beste Augenblick, wenn der Strohbär reingelaufen kommt in die Klasse. Und obwohl er so groß ist, fürchten die Kleinen sich anscheinend überhaupt nicht vor dem Strohbären. Also ich finde ihn eigentlich ganz gut, nur manchmal ist er halt ziemlich betrunken. Ich weiß, dass da einer drunter ist. Hast du gar keine Angst? Nee. Weil ich weiß nicht, dass das Menschen sind, weil es gibt keine echten davon. Von hier an passen Strohbär, Hexen und Kinder quasi aufeinander auf. Während die Erwachsenen schauen, dass die Kinder sicher von Haus zu Haus kommen, helfen die beim Sammeln. Mit Erfolg. Diese bezaubernde Truppe empfangen alle Modgasser gern. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ja, das ist jedes Jahr Tradition. Das gibt es jedes Jahr da hier. Strohbär, wissen wir das. Die sitzen ja danach im Hasenheim. Wird ja dann alles gegessen. Dann gibt es es so. Und warum unterstützen Sie das gern? Ja, Tradition muss man am Leben halten. Also gibt es ja nicht mehr so oft. Und Strohbär ist ja auch nicht so bekannt. Ist ja eigentlich speziell hier in Modkas so. Das unterstützt man gern. Knapp 6 Stunden dauert die gesamte Tour. Inklusive Pinkelpausen und Mittagssnack. Bis zum späten Nachmittag. Dann wird das Strohbärenkostüm, auch ganz traditionell, verbrannt. Es hat für dieses Jahr seinen Dienst getan. Osthessen News. Sehen, was bewegt.